Ja, hallo zusammen und herzlich willkommen zu einer neuen Folge hier auf meinem YouTube-Kanal Chris Thailand. Schön, dass ihr alle wieder mit eingeschaltet habt und ich habe mal wieder ein kleines News-Update für euch vorbereitet, heute am 14. Januar 2023. Vorab wünsche ich euch allen erstmal ein schönes Wochenende. Ich hoffe, es geht euch allen gut und ja, meld mich hier quasi an der Stelle nach ein paar Tagen Pause zurück. Die letzten Berichterstattungen waren ja dann doch etwas wild, dass man sich dann davon erstmal von dem Schock erholen musste. Nee, kleiner Spaß beiseite. Ja, wie gesagt, es wurde natürlich viel berichtet Anfang der Woche und danach habe ich erstmal kurz ein kleines Päuschen hier bezüglich der Videos gemacht, ist aber alles in Ordnung, alles gut und habe mir für heute einfach mal wieder ein paar Nachrichten rausgesucht und würde sagen, wir starten auch direkt vorab erstmal. Die Links zu den Artikeln findet ihr wie gewohnt unten in der Beschreibung, wenn ihr euch das später alles nochmal in Ruhe durchlesen wollt. Und ja, wie gesagt, ich habe mir einige Artikel rausgesucht und ich würde sagen, wir starten direkt durch. Thailandtipp.info mit Quellenangabe Hua Hin Today hat gestern schon berichtet, Thailand will ab Juni 300 Thai Baht Touristengebühr erheben. Bangkok. Vorbehaltlich der Zustimmung des Kabinetts wird Thailand ab dem 1. Juni 2023 300 Thai Baht von jedem ausländischen Touristen einziehen, der in das Land reist. In einer Rede am Mittwoch sagte Tourismusminister Piepart, dass das gesammelte Geld zur Entwicklung und Erhaltung von Touristenzielen beitragen und zu einem Fonds beigetragen wird, der ausländische Touristen unterstützen wird, die in Thailand in Unfälle verwickelt sind. Herr Piepart sagte, dass 2023 voraussichtlich 25 Millionen ausländische Touristen Thailand besuchen werden. Zitat: Von Ausländern mit Arbeitserlaubnis und Grenzpässen werden keine Gebühren erhoben, sagte Herr Piepart weiter. Hua Hin Today stellte fest, dass Grenzpässe von Personen verwendet werden, die hauptsächlich am grenzüberschreitenden Handel zwischen Thailand und den Nachbarländern Myanmar, Laos, Kambodscha und Malaysia beteiligt sind. Ja, die altbekannte Einreisegebühr ist jetzt mal wieder ein Thema, wie es aussieht. Was sagt ihr dazu? Ihr habt gerade gehört, für welche Zwecke die Einnahmen dann verwendet werden sollen. Schreibt da gerne mal eure Meinung zu in die Kommentare, wenn ihr mögt. Dann habe ich einen Artikel rausgesucht von derverlang.com. Da wird heute berichtet: Mehr Flüge für mehr Touristen in der Hochsaison. Bangkok, die thailändische Tourismusbehörde TAT, will die Zahl der Flüge erhöhen und damit den Tourismus in der Hochsaison ankurbeln. Zitat: Die Auslastung der Flüge muss während der Hochsaison in diesem Jahr 90% erreichen, betonte TAT-Gouverneur Jutta Sack am Freitag, dem 13. Januar 2023, gegenüber der Presse. Die Hochsaison in Thailand dauert von November bis März. Er fügte hinzu, dass die chinesischen Behörden bei der thailändischen Zivilluftfahrtbehörde Informationen angefordert haben, um die Zahl der Flüge auf das Vorpandemieniveau im Jahr 2019 zu erhöhen. Nach Aussage von Khun Yuttasak will die TAT ausgabefreudige Touristen nach Thailand locken. Anvisiert werden 25 Millionen ausländische Reisende, die dem Königreich Einnahmen in Höhe von 2,38 Billionen Baht bescheren. Zitat: Die TAT wird vorschlagen, die Gültigkeitsdauer der Visa on Arrival von derzeit 30 Tagen zu verlängern, damit die Touristen bis zum Ende dieses Jahres in Thailand bleiben können, so Khun Yuttasak. Er bestätigte auch, dass die fünfte Phase des Programms Rautio Duai Khan, wir reisen gemeinsam, zur Förderung des Inlandstourismus fortgesetzt wird. Zitat: Wir hoffen, dass das Kabinett das Programm bald genehmigen wird, damit wir die Einnahmen aus dem Inlandstourismus auf 1 Billion Baht steigern können, informierte er. Er fügte hinzu, dass die TAT den thailändischen Tourismus im Rahmen der Kampagne Visit Thailand Year 2023 Amazing New Chapters fördern und dabei die Soft Power des Landes nutzen wird. Dann habe ich einen Artikel rausgesucht von thailandtipp.info mit Quellenangabe The Nation Thailand. Taxis in Bangkok werden teurer mit Fahrpreisen ab 40 Thai Baht. Bangkok, die Taxipreise in Bangkok beginnen nun bei 40 Baht, entsprechend der Ankündigung des Verkehrsministeriums, die am Donnerstag, dem 12. Januar in der Royal Gazette veröffentlicht wurde. Das Ministerium habe die Taxitarife in Bangkok zum ersten Mal seit 2014 aktualisiert, um die aktuelle wirtschaftliche und soziale Situation widerzuspiegeln, heißt es in der Ankündigung. Jetzt beträgt die Abfahrrate 40 Baht von 35 Baht und der Fahrpreis für nachfolgende Kilometer wurde um 1 Baht bis zum 61. Kilometer erhöht.
Die neuen Tarife für Taxis mit Taxameter in Bangkok lauten wie folgt. Und da kommt jetzt eine Auflistung. Wie gesagt, Link unten in der Beschreibung. Da könnt ihr euch das dann nochmal in Ruhe durchlesen, wenn ihr möchtet. Und ich lese darunter mal weiter. Die Gebühr für Verkehrsstaus und wenn das Fahrzeug mit weniger als 6 km/h fährt, wurde um 1 Baht auf 3 Baht pro Minute erhöht. Ruftaxis können zusätzliche 20 Baht an Servicegebühren, während Taxis zu und von den Flughäfen Don Mueang und Suvarnabhumi zusätzliche 50 Baht kosten. Und dann kommen wir zum nächsten Artikel, da berichtet derverlang.com. Inlandstourismus hat für Pattaya weiter Priorität. Pattaya, trotz gelockerter Covid-19-Regeln und der Wiedereröffnung des Königreichs für ausländische Touristen, wollen führende Mitglieder von Tourismus- und Wirtschaftsverbänden in Pattaya auch den Inlandstourismus im Seebad weiter stärken. Der Artikel geht noch ein bisschen weiter. Wie gesagt, Link dazu findet ihr unten in der Beschreibung. Dann habe ich einen Artikel rausgesucht von thailandtipp.info mit Quellenangabe Bangkok Post. Abgeordnete ebnen den Weg für das erste thailändische Casino. Bangkok. Das Repräsentantenhaus hat am Donnerstag nach einem dreistündigen Treffen zur Erörterung der Angelegenheit einen vollständigen Bericht über den Vorschlag zur Einrichtung einer Casino-Unterhaltungszone in Thailand genehmigt. Der Bericht wurde von einem Sonderausschuss erstellt, der im Dezember 2021 eingesetzt wurde, nachdem 310 zu 9 Kammern dafür gestimmt hatten, den wirtschaftlichen Wert eines Unterhaltungskomplexes mit einem Casino für die Wirtschaft gegen mögliche Probleme abzuwägen. Das Casino könnte ausländische Besucher anziehen, wurde in dem Bericht festgestellt. Sanapot, ein Komiteemitglied der Palang Pracharat Partei, kurz PPRP, sagte dem Repräsentantenhaus, die Studie habe 240 Tage gedauert und ihr Bericht sei umfassend. Und ich überspringe kurz einen Teil. Mehrere Abgeordnete betonten die Notwendigkeit einer Aufsicht, um sicherzustellen, dass die Betreiber nicht zu den sozialen Missständen des Landes beitragen und zu einem Ort der Geldwäsche werden. Und ich überspringe noch mal kurz einen Teil. In dem Bericht sollen 8 Arten von Glücksspielen erlaubt sein, darunter Online-Casinos, Wetten auf den Börsenindex und Devisenkurse sowie Wetten auf die Ergebnisse internationaler und lokaler Sportveranstaltungen. Der Artikel geht auch noch ein bisschen weiter. Was sagt ihr dazu? Ein Casino in Thailand, würde euch das reizen, so eine Lokalität dann auch mal in eurem Urlaub zu besuchen etc.? Schreibt es auch gerne mal in die Kommentare. Und dann habe ich noch einen Artikel rausgesucht, auch von derverlang.com. Da wurde dann auch schon gestern bereits berichtet. Thailand will 80 Millionen Touristen empfangen. Bangkok, Thailand peilt bis 2027 bis zu 80 Millionen ausländische Touristen pro Jahr an. Doppelt so viele wie 2019 und weit mehr als die thailändische Bevölkerung von 70 Millionen. Auch der Artikel geht noch ein bisschen weiter. Und ja, was sagt ihr zu dem Ziel? Denkt ihr, dass das möglich ist oder findet ihr, das ist ein bisschen zu hoch gesteckt? Wie auch immer, schreibt es gerne mal in die Kommentare. Und ja, das war's auch schon wieder von dem News Update. Wenn euch meine Videos gefallen, dann würde ich mich freuen, wenn ihr einen Daumen nach oben da lasst, den Kanal abonniert. Ich bedanke mich fürs Zuschauen und sage bis zum nächsten Mal. Bleibt alle miteinander gesund. Macht's gut. Ciao, ciao.